ist eine der schnellsten Teilstücke. Ihr habt gerade die Bilder gesehen von der ersten Testfahrt, die ich gemeinsam mit meinem Team heute gefahren bin. Und zwar sind wir die ersten 250 Kilometer der Gesamtstrecke von Race Across Germany gefahren, testweise. Und zwar waren das die ersten 250 von Flensburg nach Lauenburg. Das ist eine der schnellsten Teilstücke der Gesamtstrecke, nicht allzu viele Höhenmeter, es waren heute 1100 Höhenmeter bei, wie gesagt, 250 Kilometern. Damit ist das die zweitschnellste Etappe oder Teilstrecke. Die schnellste folgt direkt im Anschluss auf die erste, hat noch ein paar Höhenmeter weniger. Genau. Das heißt für mich, ich bin ein Schwergewicht. Ich bin 2 Meter groß, ich bin definitiv nicht für die Berge gedacht. Das heißt, ich sollte es hinbekommen, optimalerweise auf den ersten beiden Etappen oder auf den ersten beiden Teilstücken. Okay, Etappen gibt es ja nicht, weil es ist ein Rennen am Stück. Aber mein Ziel muss es sein, in der ersten Hälfte des Rennens schon einen Vorsprung aufzubauen. Und dann hoffentlich dann dran zu bleiben, wenn die Berge anfangen. Genau, wie ist die Testfahrt gegangen? Wir haben für die 250 Kilometer ziemlich genau 7 Stunden gebraucht, jetzt glaube ich 6 Stunden 55 oder so. Damit hätte ich, wenn ich das im Rennen, oder wenn wir das im Rennen auch so abliefern könnten, einen Vorsprung auf den Streckenrekord von 1 Stunde 20 aufgebaut. Ja, das ist ein ganz angenehmer Puffer, den man dann für Pausen, Fahrradwechsel, vielleicht auch, wenn es sein muss, ein Powernap nutzen könnte. Das heißt, eigentlich aus der Richtung lief das ganz gut. Was auch super lief, waren das Team, super Unterstützung, hat super funktioniert. Equipment hat auch alles perfekt funktioniert. Funkgeräte, Fahrrad, Laufräder, alles. Helm, Kleidung, alles sehr gut. Aber es gab halt auch ein paar Challenges, aber es ist auch vollkommen fein. Weil deswegen machen wir ja auch die Testfahrt, um sowas rauszufinden. Und zwar, was glaube ich das größte Problem war für mich, war, dass es die erste wirklich warme Fahrt des Jahres war. Wir hatten, ich glaube, nur 25 Grad, also klingt erstmal gar nicht so viel.
Aber dadurch, dass es die erste warme Fahrt war und ich auch deutlich zu warm angezogen war, hatte ich das Gefühl zu überhitzen. Ja, das war nicht so gut. Dann war die Ernährung deutlich schwieriger. Ich habe richtig hart viel geschwitzt. Ich hatte Salzflecken überall und so. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt, nämlich zum Salz. Die Ernährung, die war auch noch verbesserungswürdig. Ich hatte keinen oder kaum Elektrolyte zu mir genommen. Das war einfach nur dämlich. Es war volumenmäßig sehr viel. Also ich habe 110 Gramm Kohlenhydrate die Stunde plus eine Flasche 65 Milliliter Flüssigkeit eingeplant gehabt. Hat auch die ersten 3-4 Stunden ganz gut funktioniert, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, mir steht das Wasser bis zum Hals. Da kam gar nichts mehr rein. Also ja, da ging nichts mehr rein. Rein volumenmäßig. Die Kohlenhydrate habe ich eigentlich ganz gut reinbekommen und auch gut verarbeitet. Also keine Magenschmerzen, keine Verdauungsprobleme, kein gar nichts. Aber das Wasser stand mir halt ja, bis zum Hals. Das muss ich dann im Rennen anders machen. Aber es ist vollkommen fein und es ist gut, dass wir das rausgefunden haben. Wir machen ja noch ein paar Testfahrten, wo wir das dann per Iteration verbessern können. Plan für nächstes Mal ist noch so ein paar Komfort-Food-Sachen einzubauen, wie frische Erdbeeren zwischendurch mal für die Fructose, dann Salzstangen, irgendwie für das bisschen Kaugefühl auch, das hilft auch. Und dann können wir hoffentlich mit dem ganzen Sachen implementiert runtergehen von einer Flasche die Stunde zu 2/3 bis einer halben Flasche die Stunde. Wie genau, müssen wir mal gucken. Aber wir haben ja noch einen Monat Zeit, das rauszufinden. Fazit, der Testfahrt ist auf jeden Fall, es lief im Grunde ganz gut. Die Beine sind da. Fitness ist da. War jetzt aber durch die Anfängerfehler, die Überhitzung deutlich zu warm angezogen und die noch schlechte Ernährung. Mangelhaft. Also ich habe mich am Ende doch schon müde gefühlt. Meine Beine waren auch ein bisschen hart am Ende. Und das halt nach nur 250 Kilometern. Das soll so halt nicht sein. Ist ja nicht mal ein Viertel vom Rennen. Ich hatte gehofft, dass ich das so gar nicht merke danach. Also dass ich dann einfach ankomme in Lauenburg. Und ja, das wäre es gewesen. Also ohne Nachfolgen. Aber ja, so war es halt nicht. Also ja, aber alles fein, vollkommen in Ordnung, ich bin dennoch sehr positiv gestimmt. Die nächste Testfahrt folgt in 2 Wochen, dann fahren wir die 2. Etappe einmal Test, also das 2. Teilstück. Und dann sehen wir mal, ob das dann auch oder besser klappt. Genau, so viel zur Testfahrt. Ja, ich freue mich.